sowas in Deutschland möglich ist? Dass in Deutschland sowas möglich ist, das hätte ich nie gedacht. Schon beim Landgericht, dass da einfach Klage abgewiesen wird und das, um was es geht, gar nicht in der Klageabweisung erwähnt wird, das kapiere ich heute noch nicht. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt. Hallo zusammen, hier sind Tina und Stefanie von den Ärztlichen Kunstfehlern. Heiko hat uns geschrieben an kunstfehler@podcastfabrik.de. Das ist ja ein Ding mit dem Rettungswagen, dass die den einfach nicht mitgenommen haben. Damit bezieht Heiko sich auf unseren vorigen Fall. Da hatten ja wirklich Rettungskräfte einem Mann nicht geholfen, der einen Schlaganfall hatte und dann ins künstliche Koma gelegt werden musste. Ja, und heute, jetzt geht es um Carina. Carina ist verheiratet, hat 2 Kinder, arbeitet in der Lohnbuchhaltung und hat einen großen Freundes- und Familienkreis. Carina ist glücklich, zufrieden und gesund, bis sie ständig heiser ist. Und damit beginnt ihre Geschichte. Tina, du hast Carina besucht. Und ihre Tochter Jessica war auch dabei. Carina kann nur noch flüstern. Das strengt sie total an. Sie hat eine Kanüle im Hals, die muss sie ständig zudrücken, damit sie überhaupt zu hören ist. Und du, Steffi, leist Carina deine Stimme, damit wir sie hören können. Carina bekommt 2008 die Diagnose bösartiger Tumor am Stimmband. Der Tumor kann erfolgreich rausoperiert werden, aber Carina muss den Bereich noch bestrahlen lassen. Nach der letzten Bestrahlung hat sie große Atemnot und plötzlich keine Stimme mehr. Die Ärzte sprachen von hochgradiger Atemnot und dass ich die Klinik nicht verlassen. Die Ärzte sprachen von hochgradiger Atemnot und dass ich die Klinik nicht verlassen sollte. Es hieß erst, ich sollte ein Wochenende in der Klinik bleiben, aber dann wurden da Wochen draus. Es wurde mir gesagt, ich müsse unbedingt operiert werden. Aber es sei zu früh, das Gewebe müsse sich erst von den Bestrahlungen erholen. Die Luftröhre müsste erweitert werden. Und als ich dann da war, wurde ich operiert. Wurde ich operiert? Ich glaube, nach 14 Tagen hatte ich schon wieder Luftnot. Sodass ich nach 6 Wochen wieder operiert wurde. Es folgten viele Operationen. Einmal wurde mir ein Stent eingesetzt, der wurde nach 6 Wochen wieder rausgenommen, brachte auch nichts. Luftröhre zog sich wieder zusammen. Dann wurde das ganze Operationsgebiet mit einer Art Gift betupft. So ein Gift, das wird höchstens noch zu einer Chemo benutzt, sagte man mir. Ach, es wurden viele Versuche unternommen, aber es brachte alles nichts. Im Endeffekt musste dann doch ein Luftröhrenschnitt gemacht werden. Du warst 1,5 Jahre nicht reha-fähig. Du hast dann hier immer in deinem Sessel gesessen. Wie ging es dir da? Schlecht. Es war also kaum möglich, überhaupt zu gehen. Es war kaum möglich, überhaupt zu gehen, wenn ich zum Beispiel Treppe hochgehen musste. Das hört sich komisch an. Ich bin dann da hingegangen bis zur Treppe. Dort bin ich stehen geblieben, bis ich ganz ruhig wieder atmete. Nicht Luft eingezogen wie verrückt, sondern bis ich ganz normal atmete. Dann habe ich die Luft angehalten und bin, 4-5 Stufen hochgegangen und da bin ich dann stehen geblieben und habe versucht, im gleichen Atemzug wieder weiter zu atmen. Das hat natürlich alles gedauert, aber nur so konnte ich die Treppe überhaupt hochgehen und Gehen war überhaupt sehr anstrengend. Ist das heute besser geworden mit dem Gehen? Ja, wenn ich mal spazieren gehe. Das geht. Ich bin immer sehr zügig gegangen und das mache ich heute auch noch. Ich bleibe dann nach einer Weile stehen, nehme mein Handy zur Hand, damit das nicht so aussieht. Guck mal, was macht die denn da? Das kommt einem komisch vor, einfach so da stehen und hecheln wie verrückt. Das will man auch nicht. Es sieht mir keiner an, dass ich gehandicapt bin. Das sehe ich auch nicht. Also du hast einen Schal um und nur, dass du flüsterst, das ist das, was man merkt. Jetzt hattest du 1,5 Jahre, warst du nicht reha-fähig, dann hast du aber viele Rehas gemacht. Warst auch noch in anderen Kliniken, wo dich von den Kliniken die Ärzte hingeschickt haben, Experten auch. Was hast du da erlebt? Ja, ich bin nicht als erstes immer gefragt worden, warum sind sie überhaupt bestrahlt? Wenn ich dann erzähle, dass man mir im Klinikum sagte, Bestrahlungen müssten sein, das waren wirklich die Worte, Bestrahlungen müssen sein, dann hieß es immer, also hier wären sie nicht bestrahlt worden. Es war ein kleiner Tumor, der konnte ganz entfernt werden. Nein, hier wären sie nicht bestrahlt worden.
In einem Klinikum wurde mir sogar gesagt, wir hätten sie überhaupt nicht zur Bestrahlung geschickt. Also es war überflüssig. Und seitdem muss ich oft daran denken, waren da Kapazitäten frei? Musste das Gerät ausgelastet sein? Ist das zu teuer? Ich weiß es nicht. Und wie viele Leute werden bestrahlt, obwohl es nicht sein muss? Da muss ich auch oft dran denken. Bei mir hätten Bestrahlungen ja wohl auch nicht sein müssen. Und da hast du gedacht, jetzt ist da irgendwas schiefgelaufen bei mir. Und dann bist du dann ja auch vors Gericht gezogen. Ruckzuck war mir das klar, denn es wurde beim Aufklärungsgespräch... Es wurde ja beim Aufklärungsgespräch nicht über das gesprochen, was bei mir eingetreten ist. Es ist ja nicht nur meine Stimme. Ich konnte ja auch 2 Jahre normal essen. Und plötzlich, nach 2 Jahren, da konnte ich nichts mehr essen. Nicht essen, nicht trinken, musste auch noch eine Magensonde bekommen. Im Aufklärungsgespräch hieß es ja auch, sobald die Bestrahlungen beendet sind und wenn sie Probleme haben, dann legen die sich alle sofort wieder. Hat sich ja nichts gelegt. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und vor Gericht, wie war das dann? Wir waren ja erst beim Landgericht. Es stellte sich ja später raus. Beim Bestrahlungsgerät fehlten nach einer Wartung Unterlegscheiben. Da wurde vor Gericht auch drüber gesprochen. Und es wurde auch, ja, wie es mir jetzt geht und so drüber gesprochen. Und dass das nicht im Aufklärungsbogen steht. Aber nachher wurde die Klage abgelehnt. Und zum Beispiel in der Klageabweisung steht überhaupt nichts von den fehlenden Unterlegscheiben drin. Es wurde einfach verschwiegen. Und auch der Aufklärungsbogen interessierte den Richter anscheinend gar nicht. Dass die Klage abgewiesen wurde, kann ich heute noch nicht verstehen. Und dann sind wir ja zum Oberlandesgericht. Hatte ich mir auch einen anderen Anwalt genommen. Ja, der sagte auch, dass er den Fall gerne übernehmen wollte. Er wollte ein Gutachten in Auftrag geben. Der war sehr zuversichtlich. Deswegen hat er das Mandat ja auch gekriegt. Aber danach war er nicht mehr erreichbar. Schreiben, die ich erhielt, wurden nur mit einem Kürzel unterschrieben. Ich hatte keinen Ansprechpartner. Mein Mann versuchte mehrmals, einen Termin zu bekommen. Es war nicht möglich. Bis meine Tochter das mal in die Hand genommen hat. Die war da ein bisschen energischer. Ja, und da haben wir auch einen Termin gekriegt. Wir sollten einen Tag vor der Verhandlung dahin kommen. Als wir da waren, da wurden wir von einer Anwältin da empfangen. Erstmal nannte die ihren Namen nicht. Das war alles etwas seltsam. Und vor Gericht sagte die Anwältin keinen Ton. Und mich hat der Richter nicht verstanden. Also wurde die Klage abgelehnt. Dann musste ich mir wieder einen neuen Anwalt suchen. Dann bin ich nämlich zum Bundesgerichtshof gegangen. Und ich denke, da bin ich an einen sehr guten Anwalt geraten. Der schickte mir einen Entwurf der Beschwerdebegründung und den Entwurf, den fand ich sehr, sehr gut. Aber im Endeffekt ist auch die Klage ohne inhaltliche Begründung abgelehnt worden. Bist du verzweifelt an der Justiz? Oh ja, dass sowas in Deutschland möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Oh ja. Dass in Deutschland sowas möglich ist, das hätte ich nie gedacht. Schon beim Landgericht, dass da einfach Klage abgewiesen wird und das, um was es geht, gar nicht in der Klageabweisung erwähnt wird, das kapiere ich heute noch nicht. Du hattest ja zumindest keine Kosten, ne? Du hattest ja eine Rechtsschutzversicherung, das war so das einzig Gute an dem Ganzen, oder? Ja, richtig. In dem Moment, ne? Aber trotzdem hätte dir ja was zugestanden rechtmäßig. Ja, ich denke ja. Wird das Leben auch in einigen Sachen einfacher machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie geht's dir denn im Moment? Wie ist das Leben? Wie ist das Essen? Wie ist dein Befinden? Also ich kann nichts trinken. Wenn ich was trinke, das läuft. Ich versuche ja ab und zu, aber das läuft sofort in die Luftröhre. Muss ich also wahnsinnig husten und die Ärzte haben mir das auch verboten. Lange stehen, ja gut, okay, da kriege ich auch Luftnot. Ich habe eine Magensonde, weil ich ja auch nichts trinken kann, essen. Ich kann nichts riechen. Und ich kann auch nichts schmecken. Das ist auch der Grund, warum unsere Küche immer kalt bleibt oder oft. An Feiern teilnehmen, das habe ich aufgegeben. Das habe ich einmal versucht, aber ja, da steht man und kann sich nicht unterhalten, weil es zu laut ist. Und ich kann ja nicht mal ein Glas in die Hand nehmen, weil ich nichts trinken kann. Ich kann wirklich nur dumm stehen und wenn man nur steht, das ist verdammt anstrengend. Also ich habe es aufgegeben. Ich bin zu Hause. Ich habe Gott sei Dank meine Enkelkinder des Öfteren hier. Wenn ich die mal auf dem Arm habe, das ist schon anstrengend. Aber wenn die dann mal irgendwas wissen wollen. Mit einer Hand muss ich Kanüle zuhalten, mit einer Hand am Hals, damit ich überhaupt einen Ton flüstern kann. Also kann ich den Kindern dann gar nichts erklären, zeigen. Alles so Handicaps. Kindern dann nichts erklären und zeigen. Alles so Handicaps.
Du hast das ja alles miterlebt, Jessica, mit deiner Mama. Das hat sich ja jahrelang gezogen. Am Anfang war es ja noch so, dass alle dachten, das geht gut aus. Aber dann hat sich das ja so was entpuppt, was keiner geahnt hat. Ja, richtig. Also das ist für mich bis heute alles noch unfassbar. Also ich habe die ganzen Gerichtstermine mitbekommen. Ich war immer dabei. Ich wollte auch einmal noch erzählen, vor dieser ganzen Sache, also vor den ersten OPs, bevor es hieß, dass meine Mutter einen Tumor hat, ich habe sie nie erlebt, dass sie auch nur eine kleine Erkältung hatte. Sie hatte nie irgendwelche Infekte oder sonst was. Auch als mein Bruder und ich völlig krank auf dem Sofa lagen, sie war irgendwie immer topfit. Und das hat sich dann so von heute auf morgen komplett geändert, also nach diesen Fehlbestrahlungen. Und als sie eben nochmal erzählt hat, wie schlecht es ihr ging, als sie also einfach nur im Wohnzimmer auf ihrem Sessel saß und überhaupt keine Luft mehr bekommen hat oder kaum Luft bekommen hat, da musste ich an eine Situation denken, da habe ich noch zu Hause gewohnt zu der Zeit und bin ich irgendwie spät abends zurückgekommen, hatte meinen Haustürschlüssel vergessen, habe versucht zu klingeln. Die Klingel war anscheinend kaputt, hat nicht funktioniert an dem Abend und dann bin ich vorne bei uns im Vorgarten auf den Zaun geklettert, um ins Wohnzimmer zu gucken, was da los ist. Und ich habe sie einfach nur gesehen, wie sie in ihrem Sessel lag und ich dachte so irgendwie, jetzt ist es vorbei. Also ganz, ganz furchtbar. An die Situation werde ich mich auch mein Leben lang noch erinnern können. Und im Endeffekt hatte sich zum Glück rausgestellt, dass einfach nur die Klingel nicht funktioniert hat und sie zu dem Zeitpunkt irgendwie doch mal eingeschlafen war, weil das auch nicht oft vorkam. Also kann man ja verstehen, also nur noch im Sitzen und sonst ging ja gar nichts mehr. Also Liegen hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und an die Situation musste ich gerade denken und jetzt bin ich auch wieder total am Zittern. Ja, da kriege ich auch gleich Herzklopfen, das ist ganz schlimm. Aber Jessica, du bist froh, dass du deine Mama noch hast, oder? Oh ja, ich bin verdammt froh. Also die hilft uns in ganz vielen Situationen unglaublich gut weiter und ich wüsste auch manchmal nicht, was ich ohne meine Mutter machen würde. So, Carina, was sagst du? So was hört man gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Danke. Carina musste 7 Jahre warten bis zum ersten Prozess vor dem Landgericht. Schmerzensgeld oder Schadensersatz hat sie nicht bekommen. Die Geschichte könnt ihr als Buch lesen. Das heißt Carina reicht's. 2 Exemplare davon haben wir zum Verlosen für euch. Schreibt einfach an kunstfehler@podcastfabrik.de. In der nächsten Folge geht es um falsche Medikamente. Wenn die vertauscht werden, dann kann das tödlich enden. Bis dahin, passt auf euch auf. Und bleibt gesund. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt. Musik.